Hashtag hilf mir, ich bin seit fast ein halbes Jahr mit meinem Freund zusammen und vor kurzem habe ich mir aus reiner Neugier unser Google-Verlauf angesehen. Da bin ich auf verschiedenen Erotik-Seiten gestoßen und habe mich in seinem Account eingeloggt und die ganzen Nachrichten gelesen, was er bis vor kurzem geschrieben und Dickpics an verschiedenen Frauen geschickt hat. Ich habe ihn darauf Andeutungen anfangs gemacht, aber er hat darauf nicht reagiert. Angesprochen habe ich ihn auch, aber er hat alles verneint. Was soll ich machen? Soll ich mit ihm Schluss machen? PS, wir haben fast jeden Tag Sex. Bin ich der Grund dafür, dass er das macht? Hey ihr Fresh Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating Dienstag. Hier helfe ich euch bei euren Fragen rund um Flirten, Liebe und Beziehung. Wenn du auch eine Frage hast, dann einfach diesen Kanal abonnieren und einen Kommentar mit Hashtag hilf mir schreiben. Alles auch nochmal in der Videobeschreibung. Wow, die heutige Zuschauerfrage hat's in sich. Sie hat herausgefunden, dass ihr Freund gewisse Seiten besucht und auch schon Nachrichten oder Bilder an bestimmte Frauen geschickt hat. Und jetzt fragt sie, ob sie der Grund dafür ist, dass er sowas macht. Das können wir ganz schnell beantworten mit Nein. Weil solche Filmchen zu gucken und auch das Thema Selbstbefriedigung völlig normal ist. Und ja, das ist auch in einer Beziehung völlig normal, weil es zu einer normalen Sexualität dazugehört. Und das hat auch nichts mit Fremdgehen zu tun. Und auch nichts damit, wie oft ihr beide Sex habt. Denn Fantasien und auch den eigenen Körper entdecken ist so normal wie diesen Kanal hier zu abonnieren. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Anders sieht's allerdings bei den Bildchen aus, die er verschickt hat. Und natürlich, dass er auch mit anderen Frauen schreibt, wobei wir da jetzt mal davon ausgehen, dass er auch wirklich irgendwie mit denen flirtet und vielleicht auch Andeutungen für ein Treffen macht. In beiden Punkten ist aber die große Frage, ja, was für eine Beziehung führt ihr denn? Führt ihr zum Beispiel eine offene Beziehung, ist auch daran nichts verwerflich. Führt ihr allerdings eine klassische, monogame Beziehung, ist so ein Verhalten natürlich scheiße. Weil das natürlich ein klarer Vertrauensbruch ist. Und wenn das gegen eure Beziehungsregeln verstößt und wenn das für dich einfach nicht cool ist, dann mach auch Schluss. Sofort. Denn nein, da kann man auch nicht mehr viel drehen und wenden. Natürlich kannst du alternativ auch das Gespräch suchen und ihn direkt darauf ansprechen. Und ihr könnt versuchen, gemeinsam für eure Beziehung irgendwie eine Lösung zu finden, weil Fremdgehen auch immer Gründe hat. Kann man machen, kann man versuchen, aber wenn er natürlich schon gegen deine Prinzipien verstößt und das für dich nicht cool ist, macht das auch nicht viel Sinn, diese Beziehung irgendwie noch am Laufen zu halten. Würde aber voraussetzen, dass du ihn wirklich direkt drauf ansprichst und nicht, wie du es geschrieben hast, Andeutungen machst. Weil Andeutungen bringen am Ende nichts. Ja, das muss dein Gegenüber auch immer verstehen. Das bietet viel Potenzial für Missverständnisse. So, wenn dich was stört, dann sprich es auch an. Ich muss aber leider auch deinem Freund zum Schluss machen raten. Weil was du gemacht hast, ist genauso uncool wie das, was er gemacht hat. Seinen Partner auszuspionieren, sich in die Accounts einzuloggen, Browserverlauf zu checken, all solche Dinge sind einfach nur uncool und respektlos deinem Freund gegenüber. Jeder Mensch hat das Recht auf eine Privatsphäre und auch das Recht auf, ich sag mal, Geheimnisse, auch in einer Beziehung, völlig in Ordnung. Was sein Verhalten natürlich nicht rechtfertigt, aber den Punkt müssen wir halt auch ansprechen. Das war nicht cool, ihn auf diese Art und Weise zu kontrollieren und irgendwie auszuspionieren. Denn hier fängt das eigentliche Problem in eurer Beziehung an. Es braucht in einer glücklichen, gesunden Beziehung gar keine Kontrolle. Heißt, allein wenn du schon nur das Gefühl hast, dass du deinen Partner kontrollieren müsstest, dass dein Partner irgendwas hinter deinem Rücken macht und du überhaupt kein Vertrauen zu ihm hast, allein dann ist schon der Punkt, wo ihr über eine Trennung nachdenken solltet. Wenn es in deiner Beziehung an Vertrauen fehlt und du den Drang hast, deinen Partner, deine Partnerin zu kontrollieren, dann hast du zu diesem Zeitpunkt innerlich schon längst Schluss gemacht. Weil ohne Vertrauen keine Beziehung. Ja, es ist wirklich so simpel. Vertrauen ist ein grundlegendes Fundament einer Beziehung. Das braucht es einfach. Wenn es daran fehlt, dann macht entweder eure Beziehung keinen Sinn oder du musst an dir arbeiten, dass du einfach mehr dazu in der Lage bist, Menschen auch zu vertrauen. Weil sonst bist du am Ende des Tages halt auch nicht beziehungsfähig. Wie gesagt, legitimiert alles nicht, was er gemacht hat. Deshalb in jedem Fall bei sowas Schluss machen. Es ist ja immer ganz einfach. Tut dir dein Partner gut,
gibt er dir Energie, fühlst du dich bei ihm wohl, bist du happy, dann bleibe mit ihm auch zusammen. Tut dir dein Partner nicht gut, raubt er dir Energie, macht er irgendeinen Scheiß, verarscht er dich, behandelt er dich nicht respektvoll, ganz einfach, dann mach Schluss. Allein schon, um dir selbst treu zu bleiben und dich nicht völlig unter Wert zu verkaufen. Ja, so eine Trennung ist nicht einfach, deshalb check auch gerne mal das Video hier zum Trennungsschmerz aus oder meinen Podcast, da gibt's auch eine Folge, wie man richtig mit seiner Freundin oder seinem Freund Schluss macht. Also, wenn du da einfach eine Unterstützung brauchst. Check das aus, Links in der Beschreibung und wir sehen uns jeden Dienstag 18 Uhr hier auf YouTube. Mach es gut, bis dahin und ciao.